Insanity, meine Besten, hier ist euch Marc und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Pokémon Gelb. In der letzten Folge haben wir Rocco, den Arenaleiter von Marmoria City, besiegt und einen Felsorden bekommen und sind dann über die Route 4 hierhin ins Pokémon Center zum Mondberg gegangen und haben uns von diesem Menschen hier ein Carpador gekauft und der Umtausch ist ausgeschlossen. Finde ich trotzdem gut, weil Carpador ist eins meiner persönlichen Lieblings-Pokémon. Weil ich weiß nicht, ich finde das Design von Carpador eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, wir haben es jetzt auch noch gar nicht gesehen. Ich sollte es euch vielleicht auch mal zeigen, einfach damit ihr auch eine Vorstellung davon habt. So sieht es aus. Ich finde den Sprite aus der roten und blauen Edition etwas besser. Aber na gut. Um Gottes Willen, dieser Pokédex-Eintrag, der macht Carpador ja einfach nur völlig fertig. So, wir haben leider etwas nicht, was ich sehr, sehr gerne hätte, nämlich Schutz. Schutz ist etwas Tolles. Schutz ist das, was in anderen Spielen irgendwelche Phönixfedern vielleicht, Phönixfedern nicht unbedingt, aber irgendwelche Mittel sind, die also Random Encounters auf Null droppen lassen. Das gibt's ja auch, haben wir aber leider nicht. Und jetzt sind wir also im Mondberg und ich weiß nicht, ich mag diese Farbe vom Mondberg nicht, die ist mir etwas zu rot immer. Ein zu starker Rotton in meinem Mondbergbraum. Und im Mondberg finden wir natürlich, ja, eine Vielzahl neuer Pokémon, also beziehungsweise vier neue Pokémon. In der gelben Edition können wir Sandan finden und hier haben wir schon das gesehen, ein Pokémon, das einfach dafür bekannt ist, dass es in Höhlen immer und immer wieder auftaucht und einen richtig, richtig nervt. Aquaknarre möchte ich keinem Pokémon beibringen, dankeschön. Ja, Zubat ist ein Flug- und Gift-Typ oder ein Gift-Flug-Pokémon. Und hier oben finden wir einen Trank. Hurra, hurra. Und was hast du zu sagen? Wer da? Wohin man das schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Genau. Ja, also Zubat ist an und für sich ein schneller Angreifer, muss man auch wieder sagen. Hat also eine hohe Initiative und einen hohen Angriffswert. Ist ja aber halt auch nicht so übermäßig stark, muss man dazu sagen. Ist in Ordnung. Die anderen Werte sind relativ ausgeglichen, also sowohl KP als auch Defensive als auch Spezialwert. Ist jetzt aber auch nichts wirklich Überragendes. Seine Typen kann es offensiv nicht so wirklich nutzen, muss man leider sagen. Also weder lernt es starke Flug- noch starke Giftattacken. Hat aber Attacken wie zum Beispiel Konfusstrahl, was sehr, sehr häufig trifft und den Gegner verwirrt. Ich glaube, mit Verwirrung hatten wir bisher gar nicht so viel zu tun. Lernt Dunkelnebel, das kann Statusveränderungen wie zum Beispiel diese Verteidigungserhöhung von Kukuna aufheben. Umgekehrt natürlich auch aufheben, wenn unser Angriff zum Beispiel durch Heuler gesenkt wird oder so. Und lernt Kreideschrei, das ist eine Möglichkeit, die Verteidigung des Gegners sehr stark zu senken in einer Runde. Ja, eiskalt haben wir den erwischt, das ist ganz richtig. Unzweifel, die Typen waren vom Team Rocket. Schon wieder hören wir von diesem seltsamen Team Rocket. Ja, Zubat ist anfangs sehr schwer zu trainieren. Meiner Ansicht nach lohnte sich in dieser Generation noch nicht so wirklich, sich das Ganze anzutun. Und ja, ihr könnt es fangen, muss aber nicht so zwingend sein. Ja, dann haben wir Paras. Paras ist ein Pflanzen- und Käfer-Pokémon, also eine interessante Kombination, die auch nur Paras in dieser Generation hat. Ihre Kumpels müssten gleich hier sein. Ja, wir treffen uns erstmal cool in Höhlen, um kleine Jungs fertig zu machen. Und diese Göre setzt ein Pipi ein, das wir auch hier fangen können. Aber bleiben wir erst noch kurz bei Paras. Paras hat relativ mittelmäßige Werte, relativ starken Fokus auf den Angriff. Verteidigung und Spezial sind auch in Ordnung. Es ist aber enorm langsam. Ich glaube, es ist bisher das langsamste Pokémon, das wir überhaupt fangen können. Und es lernt Pilzspore und Wachstum. Gottes Willen, was tankt Pipi hier denn gerade alles? Es lernt Pilzspore und Wachstum. Pilzspore schläfert den Gegner ein. Paras ist, glaube ich, das einzige Pokémon, das diesen Angriff lernen kann. Und Wachstum erhöht den Spezialwert. Das ist also ganz in Ordnung. Ansonsten lernt es Schlitzer. Das ist ein guter physischer Normalangriff, der eine erhöhte Chance hat, den Gegner zu critten. Und ich glaube, ich möchte hier mal so einen kleinen Trank auf Darunia einsetzen. Sein Spezialwert kann es kaum nutzen. Es lernt nur zwei Spezialattacken per TM auch nur. Also das ist nicht so wirklich gut. Kann insgesamt nur ein oder zwei gute TMs nutzen und ist halt insgesamt ein eher mittelmäßiges Pokémon.
am Anfang auch ziemlich schwer zu trainieren. Kann am Anfang gut werden. Ich hatte mal, am Ende mal nicht gut werden. Ich hatte mal ein Paras, ein entwickeltes. Das war ganz in Ordnung. Aber ja. Und hier haben wir ein Kleinstein. Das haben wir schon bei Rocco gesehen. Und Kleinstein ist tatsächlich schneller als Paras, obwohl es ein Stein ist. Paras ist so ein kleiner Käfer mit Pilzen auf dem Rücken. Und ja, Kleinstein hat keinen allzu hohen Spezialangriff, hat keine hohe Initiative, hat aber einen ganz guten KP-Wert und vor allem, wie ihr jetzt gerade vielleicht gemerkt habt, mit Kratzer konnten wir kaum was ausrichten und nach zwei Silberblicken können wir Kleinstein jetzt endlich mal so einen moderaten Schaden zufügen. Denn dieses Viech hat eine unglaubliche Verteidigung und es kann sich verhältnismäßig sehr, sehr schnell auf seine letzte Stufe entwickeln. Hat er auch so eine spezielle Art, sich zu entwickeln. Da komme ich dann dazu, wenn wir soweit sind und ich möchte unbedingt eins für mein Team. Ich habe es in meinem Run in Pokémon Blau benutzt und ja, das ist das Pokémon, weswegen ich nachher dann Sandan aus dem Team geworfen habe, weil ich mir gesagt habe, nein, also ja, Kleinstein, unglaublich guter Angriff, unglaublich gute Verteidigung. Schon auf dieser ersten Stufe ist es da ganz vielen Pokémon weit überlegen. Die Verteidigung ist auf einem Level, das haben andere Pokémon, wenn sie voll entwickelt sind. Ja, ist also ein physischer Tank, früh voll entwickelt, kann tolle physische Attacken für seinen Typ lernen per TM und per Level Up. Ja, Spezial und Initiative sind also schlecht. Und es kann seltsamerweise später die stärkste Feuerattacke per TM lernen. Das hat mich immer gewundert, bringt aber nichts, weil ja, der Spezialangriff, wie gesagt, bis zum Ende nicht wirklich gut wird. 20 Kilo wiegt das Viech, sonnt sich gerne auf Gebirgspfaden und wenn man drauf tritt, wird es wütend. Das kann ich verstehen. Ja, und Kleinstein ist also unser neuer Team-Member und ja, so in Memoriam zu Avatar The Last Airbender nenne ich es den Brocken. Da gibt es eine schöne Folge, wo verschiedene Erdbändiger also so ein Turnier untereinander veranstalten, so ein bisschen Underground-mäßig und der Champion im Ring ist der Brocken und der Brocken hat leider nicht dahin gepasst. Ihr seht also, da hätte ich dann der und Brocken nicht trennen können und deswegen nenne ich es einfach nur Brocken. Aber ja, ich denke, der Brocken wird uns doch durchaus einige schöne Momente liefern. Ich möchte jetzt nicht unbedingt zurück ins Pokémon Center. Deswegen nutze ich einfach mal die Tränke, die ich so bisher angesammelt habe und hoffe, dass wir nachher nicht noch ins Pokémon Center müssen, um zu heilen. Möchte aber jetzt mal dann also auch den Brocken nach vorne setzen. Nee, Moment, ich möchte erstmal hier durchgehen. So. Na, also der Mondberg ist so ein bisschen labyrinthartig. Das hier ist so eine Abzweigung, die müssen wir nicht unbedingt nehmen. Hat also so ein paar optionale Areale. Das ist eigentlich so ziemlich das erste Mal, dass wir das wirklich im größeren Stil haben. Und ja, im Moment dürfte unser Brocken nur Tackle können, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber wir sehen schon, also Angriff 22 und Verteidigung 26. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit Darunia, der 4 Level höher ist. Ja, ne? Also gut, der hat jetzt einen Angriff von 31, aber jo, also wie gesagt, Brocken wird uns durchaus helfen können. Und ja, Pipi können wir auch noch finden, das haben wir eben schon gesehen. Und ja, Pipi ist so ein Pokémon, das ist so ein bisschen seltsam. Das hat einen relativ guten KP-Wert, also relativ gut. Ja, der Angriff ist ganz in Ordnung, Verteidigung ist in Ordnung, Init nicht ganz hoch, Spezialangriff ist ganz gut. Und das hier sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber, gegen die wir kämpfen. Und jetzt finden wir also endlich mal so einen Team Rocket-Menschen, von dem wir schon so oft gehört haben. Ja, aber Pipi jedenfalls ist halt ein Pokémon. Ja, die Werte sind relativ mittelmäßig, dabei aber halt auch überall relativ in Ordnung dann. Ist also recht gleichmäßig eigentlich verteilt. Und ich glaube, gegen Sandan, na doch, könnten wir sogar bestehen auf Dauer. Ja doch, das müsste... Ah, Sandwirbel. Ich hasse Sandwirbel. Ja, die Level-Up-Moves von Pipi sind vor allem Moves, die die Statuswerte von Gegnern beeinflussen oder von Pipi selbst. Es kann 32 von 50 verschiedenen TMs lernen, die es gibt. Also noch mehr als Pummeluff es konnte. Also eine enorm große Auswahl. Kann ebenso wie Pummeluff jetzt schon bald entwickelt werden, wenn wir hier das richtige Item im Mondberg finden. Und hat nur eine Schwäche, weil es auch ein reiner Normaltyp ist. Und das ist der Kampftyp, den es als Schwäche hat. Ja, hat also auch einen ganz guten Spezialwert. Kann diese ganzen Spezialattacken, die es lernen kann, also Elektro, Feuer, Eis und habt ihr nicht gesehen, die kann es alle auch wirklich nutzen.
Und ja, das ist halt so das große Plus an Pipi, dass es also sehr individuell gestaltet werden kann, dass man eine sehr große Freiheit hat, wie man es nutzen möchte. Ansonsten, ja, weiß nicht, ich persönlich habe mich dann dagegen entschieden. Ich hatte kurz überlegt, mir ein Pipi zu holen, wollte es dann aber doch nicht, weil gerade in dieser Generation ist Pipi doch noch relativ limitiert, obwohl es eine sehr interessante Attacke lernt, und zwar Metronom. Metronom ist ein Angriff, der immer eine zufällige Attacke aus dem kompletten Attackenpool, den es überhaupt gibt, auswählt. Und ja, das ist also, ja, Pipi kann theoretisch jede Attacke einsetzen, die es überhaupt gibt. Der Brocken erreicht Level 11, hurra. Und das hat wesentlich länger gedauert, als ich dachte. Und wir lernen Einigler. Das ist eine Attacke, die unsere Verteidigung um eine Stufe erhöht. Insgesamt sind 6 übrigens möglich. Ja, und wir kämpfen also gerade gegen einen Rocket. Und ja, ich hätte ihn, nee, ich muss ihn austauschen, das funktioniert so nicht. Der hat ja immer noch seine gesenkte Genauigkeit. Ja, wir kämpfen gegen einen Rocket. Und Rockets oder Team Rockets, das sind Trainer, die also zum Team Rocket gehören, zu einer seltsamen Organisation, über die wir bisher nicht viel wissen, bis auf die Tatsache, dass sie scheinbar nicht so ganz beliebt sind in dieser Welt. Und ja, die setzen vor allem Gift-Pokémon ein, aber können auch manchmal auf Boden- und Normal-Pokémon und irgendwann auch ganz gut auf Psycho-Pokémon, oh mein Gott, das ist jetzt noch nicht wahr, setzen. Ach, sehr gut, wir greifen an, aber ich glaube, nee, ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass er sich gleich selbst verletzt. Das ist so der erste, das erste Mal, dass wir wirklich mit Are you kidding me? Dass wir wirklich mit Verwirrung zu tun haben. Verwirrung ist ein dämlicher Statuszustand. Es kann sein, dass nichts passiert, dass wir davon nicht wirklich beeinflusst werden. Ist jetzt nur Superschall eigentlich. Ich hasse es. Zumal Superschall so eine Attacke ist, die eigentlich, muss ich sagen, eigentlich eher selten trifft. Vor allem, wenn man selber einsetzt. Ich glaube persönlich, da gibt es ganz harten Bot-Support in Pokémon, gerade in der ersten Generation. Und Superschall trifft einfach wesentlich häufiger, als es das tun würde, wenn man es selber einsetzt. Ja, Verwirrung sorgt also dafür, dass sich das Pokémon, ich glaube mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit, ich bin mir nicht ganz sicher, selbst verletzt. Und die Höhe des Schadens hängt vom eigenen Angriffswert ab. Also wenn ihr so ein richtig starkes Viech wie Kleinstein habt, dann kann das richtig, richtig schlimm werden. Hängt, glaube ich, auch vom Angriff ab, den man einsetzt. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher. Wie erkläre ich das meinen Partnern? Sagt der Rocket, wie gesagt, also setzen vor allem Gift-Pokémon ein. Manchmal auch Normal- oder Psycho-Pokémon und eher selten Kampf- und Boden-Pokémon. Ja, so, der Brocken sollte mal, glaube ich, ein bisschen aufgetrankt werden wieder. Das wäre ganz schön, ja. Und davon abgesehen hoffe ich, dass wir da gleich das Item bekommen und ich hoffe... Ah, hier finden wir ein Paras. Ich finde es niedlich, es ist ein süßes Pokémon. Übrigens sind die Pilze auf seinem Rücken, ja, die sind nicht irgendwie aus ihm rausgewachsen, sondern eigentlich ist Paras... Ich möchte gerne davonlaufen. Paras ist tatsächlich befallen von Pilzen und die nutzen Paras als Wirt. Das heißt, eigentlich muss es gucken, dass es durchgehend irgendwie... Okay, wir müssen ins Pokémon Center. Das geht nicht anders. Dass es durchgehend irgendwie genug Nahrung aufnimmt, um sich selber und diese Pilze zu versorgen. Oh mein Gott, jetzt finden wir auch noch ein Pipi. Also das sind die beiden seltensten Pokémon, Paras und Pipi, die man im Mondberg finden kann. Nee, ich fange jetzt keins, aber... Meine Güte, das war jetzt gerade wirklich Glück. Irgendwie hat es mir gerade wehgetan, dass ich dieses Pipi da hab links liegen lassen. Aber was haben wir jetzt eigentlich gerade für Items bekommen? Ich habe jetzt gerade... KP Plus. Das möchte ich auf jeden Fall nutzen. Und zwar für den Brocken. Genau, die Gesu ist gestiegen. Also das erhöht dauerhaft die KP, die der Brocken nach und nach bekommen wird. Oder ein Pokémon generell nach und nach bekommen wird. Kann ich vielleicht mal kurz darauf eingehen. Also grundsätzlich habe ich jetzt ja schon gesagt, ja, dieses Pokémon hat gute Angriffswerte und dieses Pokémon gute Verteidigungswerte. Und zwar ist es so, dass grundsätzlich jedes Pokémon eine, ja, bestimmte Basiswerte hat in den verschiedenen Statuswerten. Ja, das heißt, beispielsweise hat Kleinstein einen Angriffsbasiswert von 80 und einen Verteidigungsbasiswert von 100. 100 ist ein Wert, den möchte man eigentlich auf einem vollentwickelten Pokémon schon gerne haben. Das ist definitiv, also wenn irgendein Viech 100 auf dem Wert hat, kann man sagen, darin ist es wirklich toll. Und dieser Basiswert zeigt also so das grundsätzliche Potenzial der Spezies in diesem Bereich.
und beeinflusst ganz, ganz stark schon mal, wie sich dieser Wert entwickeln wird. So, dann hat jedes Pokémon auf jedem dieser Werte, das wird jetzt ein bisschen kompliziert, nochmal sozusagen, genetische, nicht Interdependenzen, sondern so genetische Veränderungen sozusagen. Also jedes Pokémon hat dann innerhalb dieser Spezies nochmal eine andere Chance, dass dieser Wert gut ist oder nicht gut ist. Also eine eigene Talente nochmal innerhalb dieses Rahmens, der durch diese Basiswerte dargestellt wird. Und dann kommt es noch darauf an, wie ein Pokémon aufgezogen wird, gegen welche Pokémon es kämpft und so weiter, auf welche Art es sozusagen die Erfahrung sammelt, die es eben sammelt. Das beeinflusst auch nochmal, wie sich die Werte im Verlauf des Trainings entwickeln. Und KP Plus ist etwas, was sich Vitamin nennt. Und es gibt verschiedene Vitamine für jeden unterschiedlichen Statuswert. Wir schleichen nicht herum, wir laufen. Und damit kann man also die Entwicklung des Pokémon in einem bestimmten Statuswert beeinflussen. So, das hier ist ein Streber. Streber sind Trainertypen, die vor allem Gift- und Elektro-Pokémon einsetzen. Manchmal ganz selten Feuer-Pokémon, aber der Fokus liegt ganz klar auf Gift- und auf Elektro-Pokémon. Das sind so ein bisschen die Nerds der Pokémon-Welt, könnte man sagen. Hurra, Darunia recht, Level 15, das freut mich. Und lernt Karateschlag. Karateschlag ist aber keine Kampfattacke, tatsächlich. Das ist so eine Sache, die ist gerade an der ersten Generation einfach sehr, sehr seltsam. Taubsi kann ja zum Beispiel auch Windstoß. Da dachtet ihr vielleicht, wenn ihr euch nicht auskennt, ja, Windstoß ist doch eine Flugattacke. Also vor allem, wenn ihr vielleicht die erste Generation damals nicht gespielt habt, denkt ihr das vielleicht. Und ich kann da wirklich nur sagen, ich verstehe es, denn ja, Windstoß ist heute auch eine Flugattacke. Das wurde in der zweiten Generation sofort zu einer Flugattacke umfunktioniert. Aber hier ist es eine Normalattacke. Karateschlag klingt auch nach einer Kampfattacke. Es ist aber eine Normalattacke. Es ist eine ganz gute Normalattacke, so ist es nicht, aber es ist eine Normalattacke. Und in der ersten Generation gibt es ganz, ganz viele solcher seltsamen Momente. Voltubar lernt zum Beispiel, und es ist ein Elektro-Pokémon, aber Voltubar lernt zum Beispiel keine einzige Elektroattacke, auch nicht per TM. Seine Pokémon bringen es nicht, das ist richtig, du doofer Nerd, geh in deinen Keller und spiel Dungeons and Dragons. Nein, gut, ich sollte mich vielleicht immer sowas nicht lustig machen. Ich war zwar nie ein Dungeons and Dragons Keller-Mensch, aber ich bin schon ein Nerd und verbringe sehr viel Zeit drin. Also insofern, ja, ich habe kein Recht, mich da großartig zu beschweren. Und wir finden einen Trank, das ist schön. Oh, Pikachu ist richtig happy und so weiter. Ich hoffe auch glücklich genug für später. Aber das ist so eine Sache, das ist an der ersten Generation teilweise echt sehr, sehr seltsam. Und ich hoffe, wir finden jetzt nicht noch zu viele andere Pokémon. Weil so auf Dauer wäre das vielleicht doch nicht ganz so geil. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, die erste Generation hat definitiv ihre Fehler. Ich werde da hier und da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und Pokémon hat sich im Verlauf der Zeit einfach, was das Metagame angeht, um so vieles gewandelt und eigentlich fast immer auch nur gebessert. Ein Sonderbonbon ist ein tolles, tolles Item, das ich jetzt erstmal nicht ansetzen werde. Ich möchte die erstmal sammeln, glaube ich. Ein Sonderbonbon erhöht den Level eines Pokémon um 1. Und zwar ohne, dass wir es trainieren müssen und so weiter. Das heißt, man sollte es nicht zwingend einsetzen, wenn man noch 10 KP EP braucht, um ein Pokémon weiterzuentwickeln oder aufs nächste Level zu bringen. Das bringt nicht viel, dann nutzt man es nämlich, um diese 10 KP einzusetzen und danach muss man das ganze nächste Level komplett trainieren. Generell lohnen sich Sonderbonbons natürlich vor allem dann, wenn man wirklich in die ganz hohen Level kommt, so in Richtung Level 100 oder eben auf Level 99 ist und sich dann sagt, komm, also das muss ich jetzt auch nicht noch machen und da kann man das Sonderbonbon reinhauen. Und dann ist das gut. Sonderbonbons haben einen großen Nachteil. Ich habe da eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Also es gibt ja diese Punkte, die Pokémon bekommen, wenn sie trainiert werden. Jetzt gerade haben wir zum Beispiel durch Raupi ein paar dieser Punkte auf einen unserer Statuswerte bekommen. Und hier möchte ich, glaube ich, mal Pikachu einsetzen. Und diese Punkte bekommt man nicht, wenn man Sonderbonbons einsetzt. Das bedeutet, dass wenn ein Pokémon nur mit Sonderbonbons trainiert werden würde, dass es ganz, 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 ganz viele Punkte auf seine Statuswerte nicht bekommt. Das heißt, es ist am Ende wesentlich schwächer, als wenn es vorher mal richtig mit Kämpfen und so weiter und mit Vitaminen trainiert worden wäre. Deswegen sollte man Sonderbonbons erst einsetzen, wenn ein Pokémon bereits anderweitig eine Weile trainiert worden ist. Am besten so
ne, in den hohen Leveln, weil da lohnt es sich einfach am meisten. Dann ist es eben eine schöne Zeitersparnis. Kann in der Story sicherlich auch eingesetzt werden, um einfach, ne, wenn man merkt, okay, ja, jetzt langsam werden die Gegner so schwer und ich komme da nicht wirklich weiter. Dann kann man es sicherlich auch einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Vielleicht, wahrscheinlich werde ich es irgendwie so vor den letzten großen Kämpfen nochmal einfach nutzen, um unseren Pokémon so ein wenig einen kleinen Powerboost zu geben. Aber davon abgesehen, bin ich aktuell sehr zufrieden mit dem Training des Brockens. Level 13 haben wir schon. Wow, das ging relativ schnell. Ich habe verloren. Zubat ist recht widerspenstig. Es kann im Kampf jedoch sehr nützlich sein. Ja, wie gesagt, also Zubat hat einige gute Status-Attacken. Das auf jeden Fall. Und Konfusstrahl ist eine unglaublich gute Attacke. Aber ja. Fluchtseil ist sowas ähnliches wie ein... was in anderen Rollenspielen so Field-Zauber wären. In Itemform. Das heißt, wir können mit einem Fluchtseil zurück zum letzten Pokémon-Center, das wir besucht haben. Wenn wir also irgendwo mittendrin sind und wir haben nur noch Pikachu mit einem KP und können uns nicht mehr heilen, dann können wir mit dem Fluchtseil also zurück zum letzten Pokémon-Center. Und das ist nicht verkehrt, das ist sogar sehr, sehr gut. Ich möchte Kleinstein, den Brocken, gerade nicht auf der, auf Platz 1 der Liste haben, weil, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, das erste Pokémon in der Liste kämpft auch immer. Hier drin kann man sich leicht verlaufen, eigentlich nicht. So schwer ist der Mondberg auch nicht zu navigieren, obwohl als Kind habe ich wahrscheinlich doch immer auch mal Probleme damit gehabt. Jedenfalls ist die Sache die, ob wir aus einem Kampf gegen ein wildes Pokémon fliegen können, auch wenn das ein bisschen seltsam ist, hängt ganz, ganz stark davon ab, ob wir, wie schnell unser eigenes Pokémon ist. Kleinstein ist leider, obwohl es total stark ist eigentlich, ist es sehr, sehr langsam. Und deswegen macht es wenig Sinn, Kleinstein vorne zu haben, wenn man aus Kämpfen einfach nur fliehen möchte. Und aktuell habe ich leider noch keinen Zugriff auf Schutz gehabt. Wie gesagt, werde ich mir so schnell wie möglich holen. Und Gott, okay, der Sprite von Knofensa ist irgendwie einfach nur grausam. Ja, da finde ich den anderen Sprite irgendwie doch ein bisschen schöner. Es sieht irgendwie so, um Gottes, dieser Mund, um Gottes Willen. Das ist nicht so wirklich schön. Nein, Knofensa, da haben sie dir Unrecht getan. Du bist ein bisschen niedlicher eigentlich. Okay, aber ich meine, die ganzen Backsprites, die sind übrigens noch aus der roten, blauen und grünen Edition übernommen. Und die sehen teilweise auch einfach nur schrecklich aus. Wie kommt man hier bloß wieder raus? Tja, ich weiß es nicht, mein Mädchen, ich weiß es nicht. Aber so ist das Leben. Ja, aber wie gesagt, obwohl also Pokémon in der ersten Generation einige spielerische Schwächen hat, meine Herren, es war uns damals einfach so komplett scheißegal. Also heute, wenn man mit den modernen Pokémon-Spielen aufgewachsen ist, ist das ganz bestimmt eine andere Sache. Aber zu meiner Zeit, in meinen Tagen, als ich noch jung knackig war, fand ich TM01 und welche ist das genau? Das Mega-Heb. Ach, das findet man jetzt hier. Das ist gut zu wissen, denn das möchte ich Kleinstein unbedingt beibringen. So. Ich glaube, ich möchte Kleinstein auch auf Platz 1 der Liste setzen, damit wir gegen den Rocket hier kämpfen können. Ah, das ist so eine schöne sinistre Musik. Also, das finde ich ganz schön. So, je nachdem, welche Trainerklasse wir da haben, haben wir auch immer so eine andere Musik. Das sind so diese kleinen Details, die es auch in der ersten Generation schon gab. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Nö, tue ich nicht. Ja, und wie gesagt, also das war uns damals einfach vollkommen egal um Pokémon. Das war also dieses Marketing, das dahinter steckte. Also als es in Japan rauskam, war das noch nicht ganz so, weil da Nintendo hatte damals selber nicht so viel Vertrauen darin. Also die haben erst sogar gesagt, nee, Pokémon, ja, interessante Idee, aber nee, lassen wir mal, komm, ist bestimmt totale Scheiße, will kein Mensch haben. Also Nintendo wollten das ursprünglich gar nicht publishen und dann ist Shigeru Miyamoto hingekommen, hat sich das angesehen und gesagt, Moment, irgendwie ist das ganz geil, ich rede da nochmal mit denen. Und dann hat er mit denen nochmal geredet, die damals die Zügel in der Hand hielten. Und dann haben sie der Sache eine Chance gegeben. Ich möchte nicht darauf setzen, dass wir die Verwirrung jetzt überstehen. Verwirrung geht übrigens einfach irgendwann von sich aus weg. Ja, und jedenfalls dann haben sie also die Möglichkeit bekommen, Pokémon zu entwickeln und zu gepublished zu bekommen, zu machen, zu tun durch Nintendo. Und dann kam es also in Japan raus, in der roten und grünen Edition damals. Die waren übrigens noch ein bisschen verglitschter und hatten noch viel, viel mehr schlimme Sprites, als Rot und Blau es dann später hatten. Und unsere roten und blauen Editionen, die basieren auf der blauen Edition aus Japan, die also schon so eine Erweiterung war von der roten und grünen. Wenn ein Fossil, das gibt bisher ein Verschwinden, das sollten wir bedenken.
finden hier einen versteckten Äther. Äther füllt die AP einer Attacke wieder auf. Ist ein sehr wertvolles Item, sehr, sehr selten. Und deswegen, wir können es auch nirgends kaufen. Nie. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns das nachher aufbewahren. Ah, jetzt können wir wieder nicht weglaufen, das ist doof. Wie gesagt, dann kam es also irgendwann hier rüber und in der Zeit, bevor es hier rüber kam, also dann kam es hier 98 in die USA, nachdem 96 in Japan rauskam und 99 kam es dann nach Europa, damit auch nach Deutschland, wie ich, glaube ich, in der ersten Folge schon mal kurz habe anklingen lassen. Und da wussten sie in Japan schon, okay, dieser Shit ist einfach nur heiß und also da war wirklich der Punkt erreicht, dass sie einfach wussten, was sie mit Pokémon da überhaupt für eine Goldgrube hatten und was sie da wahrscheinlich auch beinahe einfach weggegeben hatten an irgendwas anderes. Das wäre echt ironisch gewesen, wenn Pokémon dann ein Sony-Franchise geworden wäre. Das wäre Ironie gewesen, so neben dem ganzen PlayStation-Desaster damals, um Gottes Willen. Ja, aber jedenfalls kam das hier rüber und die hatten dann einfach gesagt, okay, der Shit ist einfach geil und Kinder lieben das Zeug und hier, nehmt unser Geld und Marketing bis zum geht nicht mehr. Und das war wirklich gigantisch. Daneben, dass also der Anime in den USA und Europa nahezu zeitgleich mit dem Release der Spiele gestartet ist. Ich glaube, der Anime kam in Deutschland sogar eine Woche bevor die Spiele released wurden raus. Also war da schon eher ein Teaser als dann die Konsequenz aus der Popularität der Spiele. Davon abgesehen war es einfach so, dass wir dann also auch ziemlich schnell hatten wir die Sammelkarten, wir hatten Sticker. Und während die in Japan begonnen hatten, dann Flugzeuge mit Pokémon zu bedrucken, noch und nöcher, kam hier dann ja auch bald schon der Film raus und so weiter. Und Pokémon war einfach überall. Der ganze Schulhof war voll mit diesem Zeug. Und man kann sich da, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ein riesiges Marketing für sowas gibt. Ich weiß, es gibt diese ganzen Pokémon-Klone, irgendwie Dinosaur Planet gibt es heute und so weiter und so fort. Und Yo-Kai Watch ist jetzt gerade, glaube ich, in Japan populärer als Pokémon geworden. Das kommt jetzt ja auch nach Deutschland auf dem 3DS. Also so ein bisschen wird Pokémon, es hat mehr Konkurrenz bekommen und ganz viele Knockoffs natürlich. Digimon war übrigens kein Knockoff. Digimon gab es vor Pokémon, möchte ich mal dazu erwähnen. Und hatte dem besseren Anime damals mit Character Arcs und sowas. Aber davon abgesehen, also das war einfach krank, man konnte sich dem kaum entziehen, außer man hatte einfach wirklich so eine grundlegende Abneigung dagegen, aus irgendeinem Grund, oder die Eltern haben einfach wirklich komplett nicht mitgemacht. Aber man muss sich auch, es gab ja auch so kleine Sammelfiguren und so, ich hatte damals so einen kleinen Spiel-Pokéball mit einer Gengar-Figur drin. Den hatte ich im Urlaub bekommen und hatte den dann gleich an dem Abend, das war so ein Schlüsselanhänger-Ding, dann bin ich am Strand spazieren gegangen und habe dieses Ding erstmal verloren und da musste ich erstmal, keine Ahnung, 100 Meter zurückrennen und da war das Ding im feuchten Sand. Wäre also wahrscheinlich beinahe weggespült worden. Um Gottes Willen. Oh. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Ja, meine Güte. Hier ist ein Wanderer. Ich dachte damals immer, das wäre eine Spitzhacke, aber ich glaube, es soll ein Wanderstock sein, was er da hält. Und der hat einen ziemlich kurzen rechten Arm. Das sieht ein bisschen aus wie Bernd das Brot mit Bart. Und ihn lächelnd. Ja, der Wanderer möchte kämpfen. Wanderer sind eine weitere neue Trainerklasse und Wanderer setzen vor allem Stein-Pokémon ein. Manchmal haben sie auch Kampf- und Boden-Pokémon, beziehungsweise in diesem Spiel haben sie immer auch Boden-Pokémon, weil jedes Stein-Pokémon in der ersten Generation auch immer ein Boden-Pokémon ist oder umgekehrt. Nee, umgekehrt nicht, aber jedes Stein-Pokémon ist immer auch ein Bodentyp. Ja, daher kam übrigens auch der falsche Gedanke, dass Stein-Pokémon gegen Elektroattacken immun sind. Weil, naja, jedes Stein-Pokémon hat einen Bodentyp. Elektro ist nicht effektiv gegen Stein, aber macht Schaden. Aber ja, der Bodentyp ist natürlich komplett immun dagegen und ja, daher kam also dieses Falschwissen, das sich dann verbreitet hat wie ein Lauffeuer. Oh ja. Oh, es ist ausgewichen, also es ist zurückgeschreckt. Ja, das ist doch schlimm. Nee, wie gesagt, also wir hatten Figuren und natürlich, ich glaube, es gab dann auch Comichefte, wo einfach Bilder aus dem Anime so ein bisschen genommen oder nachgezeichnet wurden. Und so weiter. Und in Japan gab es dann auch noch Mangas, die ich glaube zumindest in den USA damals auch rausgebracht wurden. Inzwischen also gibt es zum Beispiel den Pocket Monsters Special Manga. Das ist die langlebigste Manga-Serie zu Pokémon und die ist richtig, richtig geil. Also ich habe die Rot, Blau, Gelb und Gold, Silver, Crystal Arcs habe ich hier in so netten kleinen Sammelboxen bekommen. Und ich hasse es, dass ich damals verpasst habe, als dann die Rubin und Saphir
Box rauskam, weil die ist inzwischen richtig teuer geworden. Und ja, also meiner Ansicht nach lohnt sich das wirklich. Ist ich weiß nicht, wie der Anime heute ist. Ich bin aktuell in der Höhenregion wieder angekommen. Ich gucke das mit meiner Freundin alles neu. Geh Erwachsene nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Aber davon abgesehen, ja, also die ersten Staffeln waren ganz in Ordnung, aber hatten so ihre Probleme. Aber also was sie in dem Manga-Auswirkungen gemacht haben, meine Güte, das ist richtig geil. Dieser Rocket-Trainer wurde verändert in Rot und Blau. Hat der ein Radikal auf Level 16, also die entwickelte Form von Radfratz. Und das ist seltsam, weil Radikal sich eigentlich erst auf, also Radfratz sich erst auf Level 20 zu Radikal entwickelt. Dieses Radikal, wenn ihr die Rot und Blau Edition spielt, ist stark. Also da sitzt man vor so einem entwickelten Pokémon und wenn man selber kein etwas überleveltes Pokémon hat, dann kann das wirklich schwer sein. Also auch so ein kleiner Level 14 muss da ein bisschen Respekt vor haben, muss ich schon wirklich sagen. Weil Radikal dann eben doch entwickelt ist und entsprechend höhere Werte hat. Nee, das lasse ich. Wechseln wir mal auf Pikachu, das müssen wir noch so ein bisschen trainieren. Ich hasse dich, Zubat. Ich hasse dich mit Leidenschaft einfach nur. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass die Gegner unsere Moves lesen können, aber gleichzeitig sind da wieder solche Sachen dabei, wie dass es jetzt wieder Superschall einsetzt, obwohl das eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil wir sind schon verwirrt. Die Attacke kann keinen Effekt haben. Und das liegt daran, dass, soweit ich weiß, in der ersten Generation die Moves noch sehr random ausgesucht wurden. Ich glaube, das ist wirklich einfach so, ne, irgendwie, okay, ne, hier Zufall und so weiter und dann wird es halt irgendwie entschieden, was eingesetzt werden soll. Und das ist manchmal ein bisschen doof, manchmal ist es auch gut, weil ja, wie in solchen Momenten zum Beispiel, wenn Zubat dann einfach immer wieder Superstahl einsetzt, obwohl wir schon verwirrt sind, das kann so einen Kampf sehr, sehr einfach machen. Und ist natürlich, ja, also die Gegner haben in dem Sinne keine wirkliche Strategie. Und das kann dazu führen, dass es manchmal enorm einfach wird, was man da machen kann. Ja. Ist halt so eine Sache. Gleichzeitig haben die Gegner aber auch einen ganz unfairen Vorteil. Schon lange vor den Menschen haben Pokémon hier gelebt. Und zwar haben Gegner keine AP. Beziehungsweise eine unendliche Anzahl von Angriffspunkten auf jedem Angriff. Wenn man bedenkt, dass manche Angriffe, weil sie sehr, sehr stark sind, auf 5 AP reduziert wurden, ist das enorm unfair. Vor allem gibt es später auch Angriffe, wenn wir gegen höher entwickelte und höher gelevelte Pokémon antreten, gibt es Angriffe, die zum Beispiel auch das Pokémon um 50% oder so heilen können. Ich glaube sogar um mehr. Und da wird es wirklich unfair, weil man dann Gegner hat, die sich rein theoretisch, vor allem wenn man einfach Pech hat, was die Attackenauswahl angeht, die sich einfach die ganze Zeit heilen können. Ununterbrochen. Und dann richtig starke Angriffe einfach spammen können, während man selber irgendwann da sitzt und man kann nichts mehr machen. Das sind so Momente, da wird es wirklich unfair teilweise. Und man muss wirklich gucken, dass man einfach den Gegner richtig fertig machen kann mit einem Angriff und dann ist gut. Ja, das sind so Momente, da wird die Generation wieder sehr unfair, muss ich sagen. Oh, hier ist kein Rocket, der steht da normalerweise. Ach genau, richtig, der ist nur in der roten und blauen Edition da. Und da müssten wir eigentlich gegen kämpfen. Wir haben hier gleich so einen kleinen Bonuskampf dafür, den es nur in der gelben gibt. Aber zunächst mal muss ich mal gucken. Ich glaube, ich möchte gegen den hier einen Brocken einsetzen. So, was hast du zu sagen? Stopp, Hände weg. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Ah, hier sind also die Fossilien, von dem der eine Team Rocket-Typi geredet hat. Und hier haben wir also einen Streber. Ich weiß nicht genau, ob der zum Team Rocket gehört. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Obernerd. Und der hat einen Slimer und es sieht so niedlich aus. Es lächelt so, so süß. Und Slimer ist, wonach es aussieht, das ist einfach so ein riesiger Haufen Schleim. Der irgendwie durch Mondstrahlung, meine ich, angefangen hat zu leben. Und es setzt Aussetzer ein. Aussetzer ist eine Attacke, die in späteren Generationen die letzte von uns angewendete Attacke blockiert. Hier blockiert es irgendeine zufällige Attacke. Was die Attacke so ein bisschen nutzloser macht für den, der sie einsetzt. Weil ja, was weiß ich, wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Igler blockiert hätte, das wäre ja an sich erstmal für uns egal gewesen. Oder Tackle oder so. Also irgendwie, ja, ist Aussetzer hier so eine Attacke, die ist so random, dass sie keinen wirklichen strategischen Nutzen hat. Und ja, so sehr auf Glück basiert, dass es meiner Ansicht nach besser ist, die Attacke nicht wirklich in seine eigenen Strategien mit einzubeziehen. Generell also sind die strategischen Möglichkeiten in späteren Generationen weit, weit größer. Oh, das ist gerade ganz schlecht. Jetzt ist unsere Verteidigung um 4 von 6 möglichen Stufen gesenkt worden. Jetzt müssen wir wirklich mal gucken. Ich glaube, ja, wir sind auf Level 16, das ist gut.
Ja, und haben schon eine Verteidigung von 39. Also, ne? Und lernen Steinwurf, unsere erste Steinattacke. Das ist noch umso besser. Steinwurf ist also die schwächste Steinattacke, soweit ich weiß. Zumindest in dieser Generation. Und ist leider auch nicht allzu genau. Das ist noch so eine Sache, die in der ersten Generation ein bisschen stört. Viele Attacken werden später wesentlich genauer gemacht. Hier ist es so, dass wenn eine Attacke eine Genauigkeit von 100 hat, das nicht 100% sind, sondern irgendwie so ein, ja, so eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Aber auch eine Attacke mit 100% Wahrscheinlichkeit sozusagen, die, oder 100 Genauigkeitspunkten, die kann immer noch verfehlen. Das wird später anders. Da sind 100% Genauigkeit erstmal 100% und Attacken wie Sandwirbel senken das dann. Aber grundsätzlich trifft man dann erstmal immer. Das ist hier noch so ein bisschen anders. So, der will uns was abgeben. Das finde ich schön. Aber wir können nur eines wählen. Und zwar haben wir die Wahl zwischen dem Helix-Fossil und dem Dom-Fossil. Ich würde jetzt über diese beiden Pokémon drüber gehen, möchte das aber zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und zwar dann, wenn wir sie tatsächlich holen können. Denn tatsächlich ist es so, wir können aus diesen Fossilien später Pokémon entstehen lassen. Und vielleicht einfach mal so ein bisschen was dazu. Dieses Dom-Fossil ist das offensivere von den beiden und dieses Helix-Fossil das etwas defensivere. Und dabei möchte ich es erstmal belassen. Und ich werde mir mal das Helix-Fossil nehmen. Und Pikachu geht erstmal zur Seite und das hier gehört ihm. Und ja, auf der Fantasy-Nummer-Insel gibt es ein Pokémon-Labor. Dort versucht man aus fossilem Genmaterial Pokémon zu schaffen. Ich glaube, Genmaterial darf man auch ohne Bindestrich schreiben. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich möchte mich daran jetzt nicht aufhängen. Haben wir noch einen Trank für Pikachu? Haben wir natürlich nicht. Wäre ganz schön gewesen gerade. So, aber wir sind eigentlich ganz gut durch den Mondberg durchgekommen. Das freut mich. Und ja, gehen wir weiter. Bleib auf der Stelle stehen. Das Fossil gehört Team Rocket. Gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Oh, nein, sie haben nur den letzten Satz des Intros von den beiden rausgeholt. Und eins nervt mich. Das hier sind Jesse und James aus dem Anime. Meine persönlichen Lieblingsfiguren so ziemlich aus der ganzen Serie. Und die werden einfach nur als Team Rocket bezeichnet, was irgendwo stimmt. Aber die anderen Figuren mit ihren Peitschen und so heißen auch Team Rocket. Und ich weiß nicht, ich persönlich hätte schlimmer gefunden, wenn man die beiden Jesse und James genannt hätte. Ja, und wie auch im Anime haben sie ein Rattan, ein Smogon und ein Mauzi. Mauzi kann ja tatsächlich aber auch Attacken lernen, das ist der große Unterschied. Im Anime kann es grundsätzlich keine Attacke, außer seine Klauen zu nutzen, um zu kratzen, weil Mauzi im Anime nämlich sprechen kann. Oh nein, oh, wir wurden vergiftet. Oh, das ist bitter. Aber ja, die beiden haben immer Rattan, Smogon und Mauzi, beziehungsweise später die entwickelten Formen. Und ich möchte jetzt mal kurz auf unser wundervolles Darunia setzen und Mauzi einfach mal unseren Fuß ins Gesicht hauen. Und ja, hier kann Mauzi tatsächlich auf zwei Beinen stehen. Kann es, glaube ich, in späteren Spielen auch wieder. In der Rot und Blauen sitzt es und hat so eine kleine Hockposition. Läuft also wahrscheinlich auf allen Vieren und, der Brocken ist vergiftet. Pikachu, komm, jetzt mach doch mal. Ja, also Jesse und James versuchen im Anime die ganze Zeit das Pokémon Pikachu von Ash zu klauen, weil sie meinen, dass Pikachu so richtig overpowered ist und ja, es ist scheinbar wirklich ein sehr, sehr starkes Pikachu. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn sie tatsächlich dann mal was hinbekommen, wenn sie einen Moment haben, wo sie kompetent sind und ganz viele Pokémon hätten klauen können und dann irgendwie Pikachu um die Ecke kommt, dann schmeißen sie alles hin und aus dem Erfolg wird dann ein ganz, ganz großer Misserfolg. Kleine lustige Sache, Smogon wird hier richtig dargestellt, das Kreuz dieser Totenkopf ist unter dem Gesicht. Nur in der roten und blauen Edition ist das Kreuz über den Augen. Also auf der Stirn von Smogon. Ist so ein bisschen seltsam, weil das sonst nie so war. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, kann man so machen, weil, ja, war halt, bisher gab es dann ja noch keinen wirklichen Standard sozusagen. Weiß nicht genau, sind halt diese vielen kleinen seltsamen Elemente in der ersten Generation, die da zum Tragen kommen. Aber ja, haben also zwei Gift und einen Normal-Pokémon und sind also für einen Kleinstein oder so absolut kein Problem. Verteidigung 42, um Gottes Willen. Ja, wir haben ein gutes neues Pokémon in unserem Team. So, ein Balk hat uns besiegt. Sie hätten Knirps sagen sollen. Ich bin sauer. Team Rocket, so schnell wie das Licht.
Und jetzt müsst ihr eigentlich kommen, gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Und ich möchte euch eins... Ah ja, richtig, Pikachu ist tot oder zumindest besiegt, nicht unbedingt tot. Und deswegen läuft es uns nicht mehr hinterher. Das ist schade und... Oh, das ist auch nicht gut, weil jetzt wird es uns weniger mögen als vorher. Ja, und das passiert, wenn man vergiftet ist und rumrennt. Alle paar Schritte wird das Pokémon so ein bisschen Schaden bekommen. Ist aber gerade egal, weil wir hier keine neuen Trainer finden werden. In der roten und blauen Edition würden wir... Ah ne, richtig klar, Mega-Hype finden wir sowieso auf dem Mondberg, auch in der roten und blauen Edition. Ich habe das gerade voll verwechselt. So, hier finden wir einen versteckten Superball. Ein Superball ist ein stärkerer Pokéball und wenn wir davon ausgehen, dass ein Pokéball... So, der Standard ist, mit dem man ein Pokémon fangen kann, also sozusagen die Chance, ein Pokémon zu fangen, mal 1 hat. Also keinen Einfluss in dem Sinne. Dann hat ein Superball den Faktor 1,5. So, das hier ist TM04. TM04 ist Wirbelwind. Ja, das ist eine Normalattacke und dient dazu, dass wilde Pokémon uns aus dem Kampf befördern können, sodass sie dann sicher vor uns sind und nicht gefangen werden können. Oder dient wiederum als Möglichkeit für uns, wilde Pokémon einfach abhauen zu lassen. Und ja, ist im tatsächlichen Kampf später nützlich. Später kann man damit gegnerische Pokémon austauschen. Hier ist es so, dass man das eben nicht kann. Und deswegen ist der Move im Kampf komplett unnütz. Und ich weiß nicht, warum man es einem Pokémon beibringen wollen sollte. Ja, hier haben wir also auch hohes Gras. Und in diesem hohen Gras können wir noch ein Pokémon fangen, das wir auch schon gesehen haben. Und zwar Rattan. Und Rattan ist so ein... etwas mittelmäßiges Gift-Pokémon. Ist eher so in Richtung schneller Angreifer auch wieder. Oh, der Brocken ist tot. ist eher so in Richtung schneller Angreifer. Hat aber insgesamt halt eher mittelmäßige Werte. Ist auch nicht der beste schneller Angreifer und so weiter. Der Gifttyp ist gegen, ja, gegen Psycho-Pokémon relativ schwach, was später mal ein bisschen schwer wird zum Spielen. Lernt nicht wirklich so richtig gute TMs, beziehungsweise die TMs, die es lernt, sind bei anderen Pokémon besser aufgehoben. Es lernt aber Wickel und Giftblick. Giftblick paralysiert Gegner und Wickel sorgt dafür, dass der Gegner 2 bis 5 Runden lang nichts machen kann. Nur in dieser Generation übrigens. In späteren wird das dann auch genervt, dann kann der Gegner sich noch bewegen und angreifen. In dieser Generation kann der Gegner nichts machen, bis der Wickel aufhört. Und wenn Rattan schnell genug ist, also schneller als der Gegner, kann man ihn eigentlich die ganze Zeit mit Wickel angreifen und er kann nichts dagegen tun. Und man kann ihn so nach und nach, obwohl der Angriff sehr schwach ist an sich, fertig machen. Ja, ist ein ziemlich overpowerter Move eigentlich in der ersten Generation und war ein Move, den ich bis zum Ende in der blauen Edition auf meinem Sazenia hatte, weil der einfach so dermaßen overpowered war und sehr gut zum wilde Pokémon fangen, weil er eben so wenig Schaden auf einmal macht und man nicht auf einmal mit dem Volltreffer den Gegner komplett besiegt hat. Aber meine Besten, wir haben einiges geschafft in dieser Folge. Wir sind durch den Mondberg gelaufen, haben das Team Rocket gefunden, die seltene Pokémon-Fossilien finden wollten und haben sie ihnen sozusagen unter der Nase weggeschnappt. Haben Jesse und James besiegt und unser Pikachu mag uns noch? Jo, mag uns noch, sehr gut. Und ja, sind hier in Azuria City angekommen, der nächsten Stadt auf unserer Reise und hier wartet der nächste Arena-Leiter auf uns. Aber meine Besten, mit all dem beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge, gemeinsam mit Darunia, dem Brocken und Pikachu. Und in dem Sinne, ich würde sagen, ich bin Marc. Ich hoffe sehr, diese Folge von Pokémon hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.